Donnerstagmorgen, 27. Februar. Das Coronavirus ist im Bündnerland angekommen. Der kantonale Führungsstab ist ab sofort aktiv. Martin Bühler ist dessen Chef. Wir wissen seit gestern Abend von diesen zwei bestätigten Fällen. Und damit haben wir jetzt wie eine Eskalation. Wir haben zwar gewusst, dass das kommen kann. Wir haben uns auch darauf vorbereitet. Jetzt ist es aber nötig, spezifisch sich auf die neue Situation auszurichten. Bühlers Begleiter ist Christian Florin, Leiter Infrastruktur der Rätischen Bahn. Das Zugpersonal ist bereits über hygienische Maßnahmen instruiert worden. Danke. Wir haben ja jetzt Mittel wieder sind wir raus. Haben die schon gekriegt? Die habe ich gerade hier, ja. Ja, auch dabei. Da dabei. Dann haben wir 1:1 das Gleiche. 1:1. Gut, ja. Aber die Informationen sind gut rausgekommen zu euch. Sehr gut, ja. Sehr gut, ja. Wir werden gut informiert. Ja. Und die Internetseite und so nutzen wir auch über die? Ja, jeden Tag. Ja, gut, cool. Dürfen Sie fragen, sind Sie ein bisschen beunruhigt mit der Situation? Nein, eigentlich noch gar nicht, nein. Wir werden gut informiert und auch mit den Hygienevorschriften, die wir haben und so weiter. Es ist ein bisschen anders jetzt, dass uns die Leute der Swisspass an das Gerät anheben und wir nehmen das nicht mehr in die Hand. Kann es im schlimmsten Fall sein, dass der RAB den Betrieb einstellt? Es kann durchaus sein, wenn wirklich der Worst Case eintritt, dass wir Probleme haben, vor allem im grenzüberschreitenden Verkehr, das ist Richtung Italien. Das können wir aber nicht allein entscheiden, da sind wir einerseits mit der SBB liniert und das Zweite ist natürlich auch, dass wir mit dem Bund das klären müssen. Wir dürfen nicht einfach den Zugverkehr einschränken oder einstellen, das müssen wir ganz klar dann abstimmen mit dem Bund. Die beiden sind unterwegs zu einer Krisensitzung. Sie haben ja auch Familie, machen Sie sich da Sorgen? Natürlich macht man sich Sorgen um die Familie. Jetzt aber gerade im Zusammenhang mit dem Coronavirus muss ich sagen, wir wohnen in einem kleinen Dorf. Wir sind informiert über die Massnahmen, die zu treffen sind. Und ich habe das Gefühl, wenn wir das so machen, dann sollte der Familie nichts passieren. Regierungsrat Peter Peyer, Vorsteher des Departements Justiz, Sicherheit und Gesundheit, informiert, wie das Coronavirus in den Kanton Graubünden kam. Also wir haben die, wie du schon mitgeredet hast, die zwei bestätigten Fälle in Oberengadin, in St. Moritz. Ja. Kinder von einer Familie aus Italien sind im Moment im Spital. Dann haben wir sonst im Kanton diverse Verdachtsfälle. Wir haben aber auch schon Verdachtsfälle, die sich als negativ erwiesen haben. Da ändern die Zahlen ständig ein bisschen. Was wir machen werden, wir werden um 3 Gemeinden informieren und sagen, dass wir in der Region Engadina-Bassa, Valmüstair, Maloja, Bernina, Moesano folgende Massnahmen ergriffen haben. Keine Grossanlässe. Das heisst insbesondere keine Frauenlauf am Sonntag, keine Fasnacht-Veranstaltungen. Die Schule startet normal wieder am Montag, aber keine Schulreise ins Ausland. Da halten wir uns gleich wie zu Tessin. Diese Massnahmen gelten alle bis am Montagabend, 2. März. Und am Montag im Verlauf des Tages machen wir eine neue Beurteilung und schauen dann weiter, was weitergeht. Insbesondere offen, und das ist eines der grössten Dinge, ist, was mit dem Engadiner Skimarathon passiert, der in einer Woche stattfindet, haben wir jetzt aber noch nicht entschieden. Je näher dass so eine Entscheidung am eigentlichen Anlass ist, desto grösser ist der Schaden. Und ich rede jetzt nicht einfach von der Wirtschaft oder vom Geld, sondern für jeden einzelnen Teilnehmer, für alle Volontaris, die kommen. Es gibt Leute, die nehmen Ferien für die Marathonwoche, um zu helfen. Es sind ganz viele Leute involviert. Darf ich etwas sagen? Ja. Ich glaube, es versteht schlussendlich niemand, wenn wir jetzt nicht absagen. Also was ist denn die Konsequenz? Wir sagen jetzt schon ab, die alles von nächster Woche. Aufgrund der jetzigen Lage kann man das nicht rechtfertigen. Aber wenn man natürlich auf die Welt schaut, auf China und auf Italien, dann werden wir am nächsten Wochenende exponentiell 2-3 Fälle haben. Also es bringt jetzt nichts, zu zögern. Der Fall ist mehr klar,
als was nicht klar ist. Mhm. Es gibt eine Zunahme, wir haben bestätigte Fälle und die Veranstaltung an sich ist selber risikobehaftet. Mhm. Ist das gut? Oder gut ist es nicht, aber ist das, machen wir es so. Die Runde beschließt schweren Herzens, den Engadiner Skimarathon abzusagen. Der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, welche die Medien seit einem guten Monat intensiv beschäftigt. In China breitet sich eine bisher nicht bekannte Lungenkrankheit aus. In diesem Tiermarkt in Wuhan habe alles begonnen, berichten die Medien. Das neuartige Coronavirus sei vom Tier auf den Menschen übergesprungen. Anfang Dezember werden die ersten Infizierten in die Spitäler der Stadt eingeliefert. Am 23. Januar dann der Shutdown. Die 11-Millionen-Stadt Wuhan wird hermetisch abgeriegelt. Heute wissen wir, das Virus findet trotzdem einen Weg. Von Wuhan in die ganze Welt. Das Bundesamt für Gesundheit rechnet von Anfang an damit, dass es wohl auch in der Schweiz Corona-Fälle geben wird. Die Frage ist nur, wann und wie viele? Im Moment ist es unmöglich, mit der jetzigen Information gesichert zu sagen, wo die Reise hingeht. Das nationale Referenzlabor in Genf macht sich bereit, um Proben von Verdachtsfällen zu testen. Shanghai am vergangenen Freitag. SRF-Korrespondentin Claudia Stahel macht sich auf den Weg, um einen Beitrag zu filmen. Sie hat eine Spezialkarte erhalten, die sie vorweisen muss, wenn sie aus dem Haus will. In Shanghai gibt es mittlerweile Zeichen der Entspannung. Immer mehr Läden öffnen wieder. Laut WHO ist der Höhepunkt der Epidemie in China überschritten. Aber man müsse weiter wachsam sein. Es ist noch ein langer Weg zurück zur Normalität. Aber langsam kehrt das öffentliche Leben zurück. Diese Bar ist ab sofort wieder geöffnet. Ganz zur Freude des italienischen Besitzers. Man hat uns informiert, dass wir wieder aufmachen dürfen. Ich denke, das generelle Ziel ist, dass wir langsam und geordnet zum Alltag zurückkehren. Während sich die Lage in weiten Teilen Chinas allmählich entspannt, spitzt sie sich in Europa laufend zu. In immer mehr Ländern gibt es bestätigte Corona-Fälle. In China verfolgt man natürlich, was passiert in Europa mit dem Coronavirus. Aber es gibt jetzt keine grosse Selbstkritik, dass man sich fragt, warum haben wir es nicht geschafft, dass sich das Virus eben nicht ausbreitet auf andere Länder. Und solche Kritik findet man jetzt weder in den Medien noch natürlich von Seiten der Regierung, weil das wäre ein Zeichen von Schwäche und passt natürlich nicht zum Selbstbild, das China von sich hat, dass man eben eine Weltmacht ist auf Augenhöhe vom Westen. Vielmehr denkt man hier sogar ein bisschen, jetzt könnte ja der Westen auch etwas von China lernen im Umgang mit dem Virus. In China passierte lange nichts. Dann wurde Entschlossenheit demonstriert. Die Millionenstadt Wuhan zum Beispiel ist weiter abgeriegelt. Ein einziger Schweizer ist noch vor Ort, zusammen mit seiner chinesischen Frau und seinen Kindern. Wir sind seit einem Monat in Wuhan eingeschlossen. Die schlimmen Fälle werden in den Spitälern behandelt. Die leichteren sind in einer Isolationszone, damit sie die anderen nicht anstecken. Bei uns klingelt es regelmäßig an der Tür. Dann überprüfen die Behörden unsere Temperatur. Alle sind ständig unter Beobachtung, das ist klar. Anfangs durfte er noch jeden dritten Tag einkaufen gehen. Damit ist es jetzt vorbei. Seit einer Woche sind er und seine Familie in der Wohnung blockiert. Sie dürfen nur noch den Abfall rausbringen. Das Essen müssen sie im Internet bestellen. Jeden fünften Tag gibt es eine Lieferung, die sie abholen dürfen. Dann müssen sie zurück in ihre Wohnung. Inzwischen ist das Virus auch in Europa angekommen.
Seit einer Woche werden in Italien ganze Orte abgeriegelt. Keiner kommt mehr ins Sperrgebiet. Und keiner mehr raus. Normalität derweil an der Schweizer Grenze zu Italien. Besondere Maßnahmen sind hier keine geplant. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Jetzt aber hat auch die Schweiz ihren ersten Coronavirus-Fall. Ein 70-jähriger Tessiner wird auf das Virus positiv getestet. Er wird in einer Privatklinik in Lugano in Quarantäne genommen, aus der er inzwischen wieder entlassen wurde. Medienkonferenz mit dem Tessiner Kantonsarzt, als der erste Schweizer Fall bestätigt ist. Der Zustand des Infizierten sei stabil, sagt er den Journalisten. Doch Giorgio Merlani ist nervös. Seit Tagen spitzt sich die Lage zu. Es ist eine Gratwanderung zwischen Beschwichtigen und Aufklären über den Ernst der Lage. Es ist das eingetroffen, was wir vorausgesagt haben. Es war nur eine Frage der Zeit. Das BAG informiert parallel darüber, dass der infizierte Tessiner vor seiner Einlieferung ins Spital engen Kontakt mit seiner Familie gehabt habe. Es sei möglich, dass andere angesteckt wurden. Es gibt viele Fälle, die stecken niemanden an. Also von dem her kann man jetzt noch nicht sagen, ob dieser Fall andere angesteckt hat. Aber selbstverständlich müssen jetzt alle Kontaktpersonen aufgesucht werden und 14 Tage in Quarantäne genommen werden. Laut dem Direktor des Bundesamtes für Gesundheit werden wegen des Tessiner Falles aber weder Schulen geschlossen noch Sportveranstaltungen abgesagt. Eine Informationskampagne reiche derzeit aus. Sollte sich dies auf die ganze Schweiz ausbreiten, hätten wir eine besondere Lage mit Maßnahmen, die der Bundesrat dann beschließen müsste. Vorbereitet sein für eine Pandemie. Der Pandemieplan des Bundes zeigt, welche Maßnahmen bei einer starken Ausbreitung theoretisch möglich wären. Schulschließungen, Veranstaltungsverbote. Und mit Vorschriften können öffentliche oder private Unternehmen geschlossen und ganze Gebiete oder Regionen abgeriegelt werden. Derart weitreichende Maßnahmen würde der Bundesrat festlegen. Voraussetzung dafür wäre eine sogenannte besondere Lage, die das ganze Land betrifft. Alles ist möglich. Ich meine, die Hauptmaxime, die Hauptpriorität für den Bundesrat ist einfach, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Donnerstagnachmittag am 27. Februar. Martin Bühler eilt zum nächsten Termin. Der Chef des kantonalen Führungsstabes und weitere Entscheidungsträger treten vor die versammelte Presse. Geschätzte Anwesende, herzlich willkommen. Ihr zahlreiches Erscheinen zeigt, dass es sich um eine Sache handelt, die von großem Interesse ist. Was am Morgen im kleinen Kreis besprochen wurde, wird nun öffentlich gemacht. Eine möglichst transparente Kommunikation soll Vertrauen schaffen. Was machen wir zurzeit? Einerseits geht es jetzt seit gestern darum, die Kommunikationsbedürfnisse, die ansteigen, zu befriedigen, sage ich, umfassend zu informieren, das Gesundheitsamt dabei zu unterstützen, dies zu tun. Sie haben ja gesehen, beispielsweise wurde jetzt diese Website auf der Kantonsseite speziell fürs Coronavirus aufgeschaltet. Durch die Pressekonferenz wird Martin Bühler zur öffentlichen Figur. Der Leiter des Amtes für Militär- und Zivilschutz ist ein gefragter Mann. Ja, Martin Bühler, ist es nötig, dass man den Engadin-Skimarathon abgesagt hat? Wir haben heute einen Vertreter vom OK die Entscheidung gesucht, abgewogen und sind zum Schluss gekommen, dass es nötig ist. Und die Hauptaufgabe jetzt in der ersten Phase war, dass wir unterstützend die Kommunikation zu verstärken. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Menschen darum gut informieren und sagen, dass sie einen Beitrag leisten können, dass es sich eben nicht ausbreitet. Nicht nur die Medien haben derzeit Fragen an Bühler, sondern auch die Chefs von anderen kantonalen Führungsstäben. Jetzt, wenn man einen Fall hat, wenn man drei Fälle hat oder fünf, je nach Größe vom Kanton, kannst du ja den handeln. Wenn du aber irgendwann, ich sage jetzt etwas, einfach mit der Luft rein, 200 Fälle hast, dann kannst du ja wahrscheinlicherweise nicht mehr gleich umgehen damit. Ist das bei euch ein Thema gewesen oder gar nicht? Ist jetzt so formuliert, wie du sagst, das ist kein Thema gewesen, weil wir eigentlich einfach gesagt haben, wenn wir im Grössen, was wir gemacht haben, sind Infrastrukturen, eine Art identifiziert, wo wir könnten in einem grösseren Stil auch Quarantänen machen.
Ja, okay. Ja, ich muss ja nicht, wenn ich handlungsunfähig bin, denken, sondern was mache ich am besten, um es möglichst lang zu bleiben, oder? Also der, ich sage jetzt, wenn du rausgehst, wir haben einfach Hunderte und Tausende, dann müssen wir dann wahrscheinlich Gesamtbund koordinierte Geschichten machen. Dann sagt das BAG, was wir machen, oder? Der Bündner Pandemieplan wurde 2015 letztmals überarbeitet und 2017 durchexerziert. Darin geht es auch um Lager wie dieses, wo alles bereit ist für den Fall, dass sich die Situation weiter verschärft. Also, da sieht man jetzt die eingelagerten Schutzmasken, als medizinische Einwegmasken. Und wir haben die Möglichkeit bekommen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz, wirklich für Notfälle und für höhere Priorisierung noch Masken mit höherer Qualität jetzt zu bestellen. Und die haben wir sofort Gebrauch gemacht von dieser Möglichkeit. Die sind angekommen, das sind die, gell? Genau. Christoph. Genau. Wie sehen die aus? Kann man da eine? Super. Dann lass uns zu. Genau. Und das da sind, da haben wir nie offen, ne? Die haben wir hier vorbereitet. Das sind die Einwegschutzmasken. Von denen haben wir 500'000 Stück. Und ja, sind für die Nutzung von 2 bis 3 Stunden gedacht. Von diesem Raum aus könnte der Kanton die Fragen der Bevölkerung beantworten. Also generell ist das so, das läuft über die Hotline Grischun. Wir haben 10 Telefonanschlüsse, wo wir jederzeit aktiv behalten. Zu jedem Telefon bräuchte er dann noch einen Telefonisten. In wie viel Zeit, wenn es wirklich schnell muss gehen, könnten wir sie haben? Wir haben ein gewisses Detachement, das wir per sofort auf Abruf parat haben. Sofort heisst eine Stunde? Sprich, innerhalb von 1 bis 2 Stunden wären die sicher parat, wären auch einsatzbereit. Und dann haben wir, das sind rund 13 Personen, und dann haben wir noch mal rund 21 Personen, die innerhalb von 3 bis 6 Stunden einrücken könnten, bei Bedarf. Das Coronavirus verunsichert die Schweiz. Ob es tatsächlich zu einer Pandemie kommt, ist allerdings offen. Die derzeitige Situation erinnert an bekannte frühere Virusfälle wie SARS oder Vogelgrippe. Es beginnt jeweils mit Krankheits- und Todesfällen in fremden Ländern. Oft leiden und sterben zunächst asiatische Menschen an bis dahin noch unbekannten, hoch ansteckenden Viruserkrankungen. Gegen diese gibt es keine Schutzimpfungen. Diese Viren verbreiten sich dann weltweit und sorgen für Beunruhigung, auch in der Schweiz. Die geheimnisvolle und gefährliche asiatische Pneumonie oder Lungenentzündung, die seit einigen Tagen Europa erreicht hat, sei eine weltweite Bedrohung. Die Angst vor der Hühnergrippe geht auch in der Schweiz um. Die Furcht vor der Ausbreitung der gefährlichen Lungenerkrankung SARS durch Flugreisende wächst. Bisher sind über 10 Menschen an der rätselhaften Lungenentzündung gestorben. Die Schweiz rüstet sich dann jeweils für den Worst Case. Krankheits- und Übertragungsrate von Anfang an eindämmen, heißt die Devise. Das ganze Virus, das da oben ist, das man desinfizieren, bleibt in dieser Wanne drin. Im Rückblick wirkt manche Reaktion übertrieben. Einrichter für die Schmuck- und Uhrenmesse in Basel. Jeder 6. Besucher kommt aus dem asiatischen Raum. Bei so einer grossen Masse auf engem Raum ist die Ansteckungsgefahr für Krankheiten gross. Jeder denkt an SARS, einem lebensgefährlichen Virus aus Asien. Seit Hysterie. Diese Hysterie bekommen zurzeit vor allem Apotheker zu spüren. Die Leute decken sich mit Tamiflu ein. Völlig unnötigerweise, sagen die Experten des Bundes. Fakt ist, hierzulande sterben weit mehr Menschen an herkömmlichen Grippeerkrankungen. Sobald die virustragenden Tiere einmal ausgemacht sind, kommt es zu Massentötungen. Die Ursprungsländer wollen der Welt damit auch zeigen, dass sie das Problem im Griff haben. Forscher beginnen nach Impfstoffen zu suchen.
Wie hier in Taiwan werden vermeintliche Siege über Viruserkrankungen wie SARS öffentlich zelebriert. Bis diese oder eine andere dann doch wieder auftauchen. Wird diesmal alles anders? Christian Althaus, Epidemienforscher an der Uni Bern, schreibt auf Twitter: Die wissenschaftliche Fehleinschätzung des BAG zur Gefährlichkeit des Coronavirus sei unverantwortlich. In der NZZ sagt er zwei Tage später: Die meisten Fachleute gehen wie ich davon aus, dass die Sterblichkeit bei rund 1% liegt. Das wären etwa 10-mal so viele Todesfälle wie bei einer normalen Grippe. Und weil es keine Immunität in der Bevölkerung gäbe, könnten sich bis zu 40% der Leute anstecken. Es könnte also 3 Millionen Infizierte und 30.000 Tote geben, rechnet die NZZ vor. Und Althaus antwortet: Ja, ein solches Worst-Case-Szenario ist nicht ausgeschlossen. Also wir sagen, das Risiko, dass man sich in der Schweiz ansteckt, ist moderat bis jetzt. Und das Risiko kann sich natürlich jederzeit ändern. Was wir nicht machen, ist hypothetische Zahlen rausgeben über Fallzahlen, über Sterblichkeitszahlen, weil das basiert auf Modellen und wir probieren mit der Wirklichkeit, mit den echten Daten zu arbeiten. Freitagmorgen, 28. Februar. Rapport des kantonalen Führungsstabes Graubünden. Kontaktmanagement. Heute wieder Infogleichstand herstellen, den Handlungsbedarf erkennen, Massnahmen einleiten, die nötig sind. Dann in Obsidianita sicherstellen, die Kommunikation weiterführen. Wir müssen wahrscheinlich auch verschärfen, verstärken. Jetzt, bevor wir zur Lage gehen, möchte ich gerne geschwind dir das Wort geben, Peter. Ja, guten Morgen. Ich will noch ganz offiziell und ich will eigentlich nicht gross viel reden. Ich will auch nicht an jeden Lagerrapport kommen. Aber ich fand es jetzt noch wichtig gefunden, nach gestern einmal dabei zu sein. Jetzt habe ich gerade gekriegt, das Ding, Schiessportverband, morgen in Davos, sollen wir es machen oder nicht? TV, also jetzt züchten das ein bisschen an. Wahrscheinliche Lageentwicklung sehe ich, dass die Anzahl von abzuklärenden Verdachtsfällen in den nächsten Tagen ansteigen wird. In einigen Tagen kommt es zu einem starken Anstieg an Erkrankungen aufgrund von lokalen Übertragungen. Knappe Güter wie Hygienemasken oder Desinfektionsmittel werden demnächst ausverkauft sein oder sind zum Teil schon. Grossanlässe und Massenveranstaltungen in den kommenden Wochen müssen abgesagt werden, was wir ja zum Teil schon verfügt haben. Verunsicherung in der Bevölkerung steigt an. Es ist mit direkten Auswirkungen vom öffentlichen Leben zu rechnen. Und das mediale Interesse nimmt weiter zu und bildet entsprechende Ressourcen. Schutzmaskenübersicht, der ganze Umgang mit den Anlässen, das sehe ich als Moment. Also vor allem der Umgang mit den Anlässen, das sehe ich als die größte Herausforderung. In die Sitzung des kantonalen Führungsstabes platzt die Nachricht, dass der Bundesrat eine sogenannte besondere Lage ausgerufen hat. Der Bund verbietet jetzt mit der Verordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Es ist verboten, öffentliche oder private Veranstaltungen, bei der sich gleichzeitig mehr als 1000 Personen aufhalten, in der Schweiz durchzuführen. Mehr als 1000 ist verboten. Eine folgenschwere Entscheidung aus Bern. Bundesrat Alain Berset erklärt sich den Medien. Es ist wirklich nicht einfach, das so einen Schritt zu tun. Aber in der Abwägung, die wir gemacht haben im Bundesrat, sind wir zum Schluss gekommen. Ich meine, für die nächsten 2 Wochen, es ist nicht viel, aber 2 Wochen, vielleicht wird es verlängert, vielleicht wird es verändert. Aber für die nächsten 2 Wochen müssen wir da sehr stark aufpassen, weil oberste Priorität ist Schutz der Bevölkerung, der Gesundheit, der öffentlichen Gesundheit. Sehr wertvoll, sehr wichtig. Wenn es trotzdem zu Ansteckungen kommt, sind die Spitäler gefordert. Dann gehen wir jetzt noch zu den Zimmern, wo wir sicher parat sind, sofort. Martin Bühlers nächster Programmpunkt an diesem Tag. Er lässt sich vom Chefarzt des Spitals Schiers auf den neuesten Stand der Vorbereitungen bringen. Und dann gehen wir hier rein. Und hier haben wir ein modernes Überdruckzimmer, also Unterdruckzimmer mit Filter. Das heisst, die Luft von innen, vom Zimmer, kann nicht raus.
Und die Luft von außen kommt rein, drückt rein, weil es hier Unterdruck hat. Gell? Und da würden wir die ersten Leute reinbringen. Gerade reinbringen, dann zieht sich unser Mitarbeiter an oder ist schon vorbereitet, wenn es telefonisch ist. Ist also schon gut geschützt. Und dann geht der Mensch hier rein. Sie hören, wie es hier suckt und macht. Also wir sind super ausgestattet, aber natürlich von der Menge, Aufnahmemenge, genau. sind wir in einem bescheidenen Rahmen. Im Gegensatz zu Grossspitälern, das ist so. Aber ihr habt mit den Hausärzten schon alles abgesprochen, wie die würden... Die haben eigentlich alle schon angerufen. Sehr gut. Und wir haben tatsächlich auch müssen Masken, das hier, wo überall ausgegangen ist, das ist der Kanton hat Masken auf der Seite und auch der Bund. Und das wird jetzt alles organisiert und soll heute, die erste Lieferung soll heute schon wieder ankommen. Damit okay. wir können unsere Möglichkeiten noch auffüllen, also unsere Materialien. Das ist ja so. Gut, danke. Weil das finde ich wichtig. Die Kapazitätsgrenze wäre schnell erreicht. Knapp 20 Erkrankte könnte das Spital Schiers aufnehmen.